Hi Leute, hier ist Shop Mo von VR und ich bin's, Mo Tensen, mal wieder am Start. Jetzt kam schon eine lange Zeit nichts mehr im Oculus Store, was mich jetzt so wirklich hinterm Ofen vorgelockt hat, weil ich das entweder schon lange von der PlayStation kannte oder vom PC. Aber es geht einen Titel, da bin ich schon seit einem halben Jahr oder so im Beta-Test. Das ist 11 Table Tennis. Und ihr wisst ja, dass ich selber gerne Tennis spiele. Meine Freundin auch richtig gerne. Und deswegen habe ich immer Bock auf VR-Tennis. 11 Table Tennis habe ich mir schon mal auf dem PC angeguckt. Da habe ich auch hier im Kanal mal ein Video drüber gemacht. Ist eine großartige Variante. Funktioniert super. Und jetzt gibt es endlich den Quest-Port. Und tatsächlich am 27. kommt er raus. Ja? Auf dem Oculus Store kostet das Ding normalerweise 19,99 €. Ich schätze mal, hier wird es dann derselbe Preis sein. Ich habe die Entwickler auch gefragt, ob es Cross-Buy gibt oder Cross-Play etc. etc. Haben sie mir noch nicht beantwortet, werde ich euch aber dann im Text unter das Video schreiben. So, es ist Tischtennis. Es gibt also gar nicht so viel zu tun. Ja? Wir spielen hier einfach ein bisschen. Und deswegen kümmere ich mich in diesem kleinen Video natürlich um das Ganze drumherum. Und was ihr sehen könnt, ist schon mal erstens, dass es bombastisch aussieht. Auch auf der Oculus Quest sieht dieses Spiel fantastisch aus. Ja, es gibt auch auf der PC-Version diesen loftartigen Raum. Der ist schon mal cool. Beim PC steht da hinten links ein Spiegel. Den haben sie hier weggelassen. Stört überhaupt nicht, ne? Braucht man nicht. Ich gucke mich mal für euch hier so ein bisschen um. Guck mal, können wir uns hinlegen, ein bisschen pennen. Treppe hoch zu was auch immer. Ja, Umziehraum. Übrigens, hat der Raum sonst keinen Ausgang, fällt mir da auf. Schräg! Hier kommt man nicht raus. Da ist ein Fernseher, der macht Anzeigen. Und wie ihr sehen könnt, spielt ihr, das ist nämlich mein eigener Oculus-Avatar. Ja? Ich spiele hier quasi gerade gegen mein Spiegelbild. Aber ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass dieses Spiel nicht nur einen Singleplayer-Modus hat, sondern auch einen Multiplayer. Und somit eigentlich alles, was man für eine schmumpfige Runde Tischtennis braucht. Und wir gucken uns gleich mal in dem Menü die ganzen Optionen an, die es hier gibt. Die sind nämlich mannigfaltig, auch was die Einstellung angeht. Ja? Also ihr seht es, ich spiele ganz normal Tischtennis, ich habe da keine Probleme. Das letzte Tischtennisspiel, was ich gespielt habe, war ja, oh Gott, wie hieß das? VR Ping Pong Po. Da sah auch alles toll aus, etc. Gibt es für PC und PlayStation. Aber da war die Physik halt so ein bisschen komisch. Ne? Und hier fühlt sich im ersten Anlauf alles sehr richtig an. Ich treffe zwar nicht jeden Ball, weil ich einfach jetzt nicht gerade so die Übung habe, aber es fühlt sich richtig an. Es gibt auch ein bisschen Force-Feedback am Controller. Bei Tischtennis ist ja auch das Geile, dass dieses leichte Klicken an einem echten Schläger, das kann die Entwickler mit dem Force-Feedback an einem Controller super gut simulieren. Ja? Bei Tischtennis fühlt es sich in VR immer ganz schön Bruder, ganz schön cool an. So, gucken wir mal, was es an Optionen gibt. Also, ich habe hier einen Schläger in der Hand, der sieht auch sehr gut aus. Wie gesagt, das ganze Ding ist auf der Quest auch super scharf. Ich weiß nicht, ob das in einem 2D-Video jetzt auch so rüberkommt, was ihr hier seht. Es sieht nicht nur toll aus, toll mit tollem Licht und so hier, also gestalterisch schön, sondern es ist auch technisch großartig. Es wirkt knackscharf. Ich bilde mir sogar ein schärfer als das Home-Environment, in dem man ja die Quest immer startet. Und jetzt gucken wir mal ins Menü, was das hier noch so für uns gibt. Also, man kann natürlich die Schwierigkeitsgrade der Gegner-KI hier einstellen. Wir waren gerade auf Mittel, dann gibt es noch schwer, Weltklasse und bis legendär. Aha, man kann auch einstellen, dass sie automatisch surft. Dann haben wir hier eine Empfangshalle für Einzelspieler-Modus. Das hier scheint die Versionsnummer der Software zu sein, 096. Spracheinstellungen gibt es für, ja, da sollte für jeden was dabei sein. Ne? Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederlande. Allerdings gibt es in dem, ja, das dreht sich eigentlich nur um die Menüs hier. Ne? Irgendwie, ansonsten gibt es ja keinen Modus, in dem Schrift vorkommt. Dann haben wir momentan, neben diesem Studio, haben wir noch das Chalet. Passt mal auf, Fump, da gehen wir jetzt mal hin. In der PC-Version gibt es nämlich noch mehr Locations, weiß ich. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich spiele gerade die Beta oder Alpha. Ich habe jetzt keine Information, wie viele Locations es bei Release geben wird. Ich könnte mir mal vorstellen, dass sie da auch noch ein paar nachreichen. Das hier sieht auch sehr nett aus.
aber ein bisschen steriler für meinen Geschmack. Sieht so ein bisschen nach Architekturvisualisierung aus. Ich fand das Studio von eben, das macht schon den besten Eindruck. Am Ende des Tages guckt man natürlich eh nur auf die Platte, ne? Ist voll wurscht. Aber nett zu wissen, dass es das gibt. Und wie gesagt, ich denke mal, da werden sie noch Sachen nachreichen. Aber da müssen wir uns überraschen lassen. Ich gehe wieder zurück in mein Lieblingsstudio. Aber jetzt habt ihr es mal gesehen. Die Musik ist auch lustig. Dann gucken wir, was hier noch drin ist. Da, ihr könnt einstellen, ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid. Ist für Linkshänder immer sehr wichtig. Dann, dass man automatisch eine Lobby joint. Sag mal, dieses Zeichen hier, ist das nicht das Zeichen von der PlayStation Move? Gerüchte halber gibt es ja auch noch eine Version für PlayStation. Ne? Muss ich auch nochmal konkret in Erfahrung bringen. So, dann kann man, genau, man kann am Schläger sehr viel einstellen. Ne? Für Standard, Fortgeschritten, Benutzer definiert. Da geht es um die Oberflächen und die Position in der Hand und so. Das lässt sich alles customizen. Seht ihr das? Das ist schon mal sehr, sehr komfortabel. Also der Schläger im Verhältnis zu eurem Touch-Controller. Ja? Das ist super komfortabel. Ich lasse das jetzt mal alles auf Standard. Man kann das auch immer abspeichern. Da haben sie wirklich viel mitgebracht. Farben und so weiter kann man sowieso einstellen. Ja? Also hier dunkel oder Benutzer definiert. Ist in diesem Fall rot. Aber wir können auch hier uns frei was einstellen. Ich meine, Leute, echt jetzt. Kann man sich das noch besser vorstellen? Das Aussehen des Balles, ja. Moment mal, bumm, kann man auch frei wählen, falls ihr keinen weißen, sondern einen gelben haben wollt oder so. Super. Und vor allem, hier gibt es sogar Möglichkeiten, die generelle Bildqualität einzustellen. Ja, man kann die Kantenglättung einstellen, also das Anti-Aliasing, dann den Render Scale, das ist das Subsampling, nennt sich das. Also es werden gar nicht die nativen Pixel gerendert, die eigentlich dieses Display hat, sondern mehr. Und dann wird das Bild zusammengemerged, in diesem Fall, wo es 140% sind. Und das gibt halt gefühlt immer ein schärferes Bild. Ne? Und das kann man hier bis 200 hochtreiben. Das ist ziemlich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob in der finalen Version sowas auch drin sein wird. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr das hochstellt, das geht natürlich auf Kosten der Performance und damit auch der Akkulaufzeit, etc. Also hier, eigentlich wäre es das Beste von Entwicklern, dass man jetzt nicht jeden Noob darauf rumklicken lässt, sondern da einen Default-Wert einzustellen, der für alle passt. Wie gesagt, wenn ich es jetzt anschalte mit Kantenglättung niedrig und Render-Scale auf 140, Forward-Rendering ist ja dieses, was zum Rand hin die Qualität ein bisschen abnehmen lässt. Ja, das heißt, in der Bildmitte ist alles scharf und gut und da, wo man eh nicht hinguckt, am Rand, da wird es ein bisschen blockiger gerendert. Man sieht das auch, wenn man darauf achtet. Ihr im Video seht das wahrscheinlich auch. Beim eigentlichen Spielen fällt das nicht auf. Aber sogar das kann man ausschalten, ja, dass das komplette Bild scharf ist. Wie gesagt, geht alles auf die Performance. Muss man gucken, was einem da wichtiger ist, die Akkulaufzeit oder noch schärfere Grafik. Man kann, wenn man im Multiplayer spielt, sich hier, ich habe jetzt offensichtlich eine Oculus Quest, man kann sich auch diese lustigen Masken aussuchen. Dann hat man natürlich Soundeinstellungen. Für jeden Krempel, ja, man kann sogar das Mic muten und Tischeinstellungen, ja, sowieso, also Höhe und so weiter und so weiter. Hier ist wirklich alles da, was man sich wünschen kann. Ne? Ich finde das ziemlich erstaunlich, wie komplex die Einstellungen sind. So, Benachrichtigung. Und das Gute ist auch, seht ihr diese kleine Glocke da unten rechts? Die zeigt einem an, wenn jemand da ist, der mit einem spielen möchte. Ja, man kann also die ganze Zeit hier mit dem Bot spielen und auf seine Kollegen oder irgendjemanden Fremden warten und dann ganz entspannt einen Multiplayer einschalten. Ich weiß noch nicht, ob jetzt schon Leute unterwegs sind. Wie gesagt, rauskommt tut es erst in 2 Tagen. Wir können aber mal gucken. Warte mal, eine Geschichte habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Was ist denn Minispiele? Aha, das ist natürlich auch interessant für euch, ne? Ballmaschine, Spiel starten. Da könnt ihr einfach ein bisschen üben. Und zwar ohne hin und her zu spielen, sondern einfach wegmoschen. Schön, dass ich keinen Ball rüberbekomme. Und ihr könnt hier auch noch die ganzen Parameter einstellen, mit was für ein Angle, also mit was für ein Winkel geschossen wird und so. Es ist echt, die sind echt verrückt, was Einstellungen angeht. Endgame. So, dann haben wir Quadranten. Ich glaube, da muss man, genau, da muss man mit dem Ball dieses Feld auf der anderen Seite treffen. Ist auch eine schöne Übung. Nein? Ja, komm, noch ein. Gib mir noch ein. Eine schöne Übung, um seine Schlagpräzision
zu üben. Na komm. Bruder, ja. Okay. Zack. So, ne, hat man zu tun. Und dann gibt es noch Bierpong. Selbstverständlich, darf man nicht vergessen. So, und hier müsst ihr den Ball in den Becher kriegen. Komme den Ball in den Becher. Scheiße. Gar nicht so einfach. Doch. Komischerweise klappt Bierpong bei mir sehr gut. Woran liegt's? So. Nein. Okay, ich will euch auch nicht zu lange langweilen damit. Könnt ihr alles selber ausprobieren, wenn es draußen ist. Fantastisch. Und jetzt probieren wir mal im Multiplayer, was hier für Anzeigen sind. Da gibt es eine Bestenliste. Hier gibt es Nolikin-Gdu-Send-Herausforderung. Ausfahrt-Lobby. Okay, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen eigentümlich. Sender-Herausforderung. Ich weiß nicht, soll ich mal einfach versuchen, jemanden hier an die Strippe zu kriegen? Spielhistorie, Benutzersuche, Profil. Ich fordere mal jemanden heraus. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ja, aber tatsächlich neben Racket Fury Table Tennis, das es ja auch schon für die Quest gibt, gibt es jetzt hier ein zweites Spiel und ich bin wirklich angetan. Also Racket Fury hat eigentlich auch sehr gute Grafik. Da gibt es ja diese lustigen Roboter, mit denen man spielt. Das ist auch super charmant und auch das Spielgefühl da ist fantastisch. Aber, ja, weiß ich nicht, wenn jemand sagt, wie jetzt? Ich spiele nicht gegen Roboter, ich will gegen echte Menschen spielen. Ist es vielleicht das hier eher dann sein Kandidat. Ihr seht, es ist auch sehr, sehr komplex, was die ganzen Einstellungen angeht. Also, wenn euch hier irgendwas stört, dann könnt ihr euch das customizen, bis es euch aus dem Gesicht wieder rauskommt. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man... Achso, die Glocke zeigt nämlich nur an, dass ein Spieler da ist. Ich finde es auch so lustig, dass ihr da euren eigenen Oculus-Avatar seht. Ja, den habe ich mir mal auf der Rift erstellt. Auf der Quest wird er scheinbar übernommen. Schon nett. Ich wünschte mir, Oculus würde mit diesen ganzen Avataren und den Home-Geschichten mehr machen. Mal schauen, ob sich da bei Horizon dann irgendwas tut. Also ob damit dann mit der Quest eine ganze virtuelle Welt auch präsentiert wird, in der man ständig abhängen kann. Mach's gut, Kumpel. Gut, ich glaube, das ist auch erstmal okay. Ne? Jetzt könnt ihr euch eine Vorstellung machen, was das hier überhaupt bringen wird, 11 Table Tennis. Falls es noch irgendwelche Informationen gibt, die ich erst nach dem Video erfahre, dann schreibe ich euch sie hier unten in die Description. Also was den Preis angeht, Cross-Play, Cross-Buy oder ob noch zusätzliche Stages dazukommen. Das ist das, was die aktuelle die Version bietet, die aber wirklich ständig abgedatet wird. Ja? Und wenn in 2 Tagen Release ist, dann gehe ich davon aus, dass hier ist so ziemlich einer der finalen Stände auch. Falls ich noch irgendwas vergessen habe, ach guck mal hier, das machen wir jetzt nochmal. Ne? Hier ist irgendwas im Multiplayer los. Was muss ich jetzt machen? Akzeptieren. Ich glaube, jetzt werden wir gleich spielen. Ach, guck mal, ein echter Mensch. Ja, gut, dass ihr das noch sehen könnt. Cool. Oh, das war komisch. Wie geil ist das denn? Oh, er kommt aber auch nicht so richtig zurecht, glaube ich. Jetzt bin ich dran. Nee. Aber wie geil ist das denn? Vor allen Dingen auch mal auf der anderen Seite zu stehen. Ja, komm, Bruder. Du kannst das. Ich habe jetzt leider den Namen von ihm gar nicht gesehen. Oh, das war gemein. Ja. Cool, cool, cool. Leute, das macht echt Spaß. Funktioniert super. Boom. Oh, er spielt sehr kurze Bälle. Kleiner Schweinchen. Und das Gute ist auch, man sieht halt natürlich nicht den Körper leider, aber die Hände und den Kopf. Und das sind eigentlich schon wesentliche Informationen, aus denen man halt die Körpersprache... Oh, das war sogar noch drauf. Die Körpersprache. Aber was sind das für Bälle, wo man Körpersprache des Gegners gut ablesen kann, ne? So, ich habe auch schon mal... Alter, was macht er denn hier? Komische Sachen. Ja, ja. Er spielt immer ganz kurze Bälle. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ja, ja. Ist so ganz zaghaft.
Ich glaube, er versucht zu schnibbeln. Das scheint zu funktionieren. Ja, nicht mit Mutensen, ne? Ganz blöd ist er auch nicht. Schön, dass ich hier aber besser spiele als mit dem... Oh, den habe ich verpasst. Mit dem Computergegner. Ja, das reicht nicht, Bruder. Jetzt ist er wieder dran. Spielt wieder seine komischen Minibälle. Er war sowieso aus. Gut. Also, aber er weiß, was er tut, glaube ich. Ja, das sah... Das sah nur anfänglich so aus. Als wenn er den Ball nicht rüberkriegt. Ich kriege ihn nämlich nicht rüber, wenn es hart nachkommt, ne? Ach, fuck, das war knapp. Nee, damit hast du dich verumpelt. Ich glaube, er ärgert sich. Und das ist auch das Wesentliche, ne? Man sieht, wenn jemand sich ärgert, an seinen Gesten. Kann er den Ball? Hat er jetzt aufgegeben? Ja. Rokuza gegen Mutensen. Ich würde sagen, wer wegläuft, hat verloren. Alles klar. Leute, fantastisch. Ich bin begeistert. Ist ein schönes Ding, ja? Und vor allen Dingen, es ist auf der Quest. Ja? Ihr könnt das Ding einfach aus dem Regal nehmen, aufsetzen, eine Runde Tischtennis gegen euren Kumpel oder so, der in München wohnt. Warte, das Video ist komisch, wenn jemand in München wohnt. Kann er ja auch mit seinem Kumpel direkt spielen. Gegen euren Kumpel, der in einer anderen Stadt wohnt, in einem anderen Land. Oder gegen fremde Menschen. Einfach nur so eine halbe Stunde, ein bisschen Sport. Genau dafür ist die Quest halt geil und gemacht. Finde ich gut. Gefällt mir. Und ich bin nach wie vor wieder mal sehr beeindruckt, wie technisch fantastisch sie dieses Ding hier auf der mobilen Brille umgesetzt haben. Großen Respekt vor den Entwicklern. Fantastisch. Ganz große Empfehlung von mir. Ich habe hier nichts zu meckern. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir bitte unter das Video. Gebt mir ein Däumchen nach oben. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn das Spiel dann rauskommt. Das war's von mir, Mutensen Move von VR. Ciao, Winga. Piu. Bye, bye. Ah, eine Geschichte habe ich noch. Guck mal hier, guck mal. Seht ihr das? Genau. Man kann sich nämlich neuerdings, natürlich noch nicht offiziell, aber man kann sich das Home customizen. Und das habe ich getan. Das hier ist ein Apartment aus The Mirror's Edge. Ja? Das habe ich mir hier reingedrapselt. Wenn euch interessiert, wie das funktioniert, mache ich euch da gerne mal ein Video drüber. Ist relativ einfach, mit SideQuest geht das. Und dann könnt ihr euch nämlich beliebige alternative Wohnräume hier im Home machen. Das funktioniert mittlerweile auch. Ja? Gut, das war es jetzt aber wirklich von mir. Mutensen Move von VR. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Winga. Oh.